Ein herrenloser Aktenkoffer wurde bei uns im Parkhaus gefunden. Von unserem Praktikanten Felix. Und der gute Mann hat nichts Besseres zu tun, als das Ding beim Chef vor die Tür zu stellen. Macht man ja so, wenn man mal ein herrenloses Gepäckstück findet am Bahnhof oder auch am Flughafen. Man nimmt es mit und stellt es jemanden einfach mal so vor die Tür. Hat auch eine E-Mail geschrieben, dass es erstmal hingestellt hat. Gestern Abend. Und wir kommen da heute Morgen rein und das Ding steht vor der Tür vom Chef und denken, schauen wir uns das Ding einfach mal an. Schwer, so ein Lederkoffer mit Zahlenschloss. Und das Erste, was ich versucht hätte, wäre es vielleicht mal schauen, ob es nicht offen ist. Mal reingucken, dann... Wenn es schon vor der Tür steht, ist ja eh schon wurscht. Nicht mal das hat er geschafft, weil das Ding ging einfach auf. Genau. Und jetzt müssen wir dem Kerl eine Lektion erteilen, oder? Absolut. Wir rufen ihn an. Wir rufen ihn jetzt mal an. Das Lustige ist, Dippi ist der Verantwortliche hier in der Flocation Show für unsere Praktikanten und deswegen, du übernimmst jetzt, ja? Absolut. Gib's ihm. Nicht so hart, Dippi. Also, Felix, hallo? Felix? Servus. Servus, Dippi hier. Ach, servus, Dippi. Servus. Ey, du, wegen dem Koffer von gestern Abend. Ja. Da gibt's ein Riesenproblem. Was ist denn los? Du hättest das Ding nicht anfassen dürfen und du hättest sofort die Polizei rufen müssen. Okay, was ist los? Weißt du, was hier los ist? Was ist hier los? Pass auf, Flo hat nach der Sendung den Koffer aufgemacht. Entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen aufgeregt bin. Da kam so eine Wolke raus, der ist umgefallen. Den haben sie jetzt gerade mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Schmarri. Ey, frage nicht, was hier los ist. Wir haben jetzt einen riesen Polizeieinsatz mit Sondereinheiten, Spurensicherung, Sprengstoffhunden, Feuerwehr und so weiter und so fort. Hier ist die Hölle los. Ehrlich, sowas ist mir noch nie passiert, meiner 20-jährigen Radiokarriere. Wir sind erledigt, das war's für ein Eins. Ohne Scheiß. Du musst jetzt, pass auf, wo bist du? Ich bin daheim. Du musst jetzt sofort hierher kommen, die wollen, dass du eine Aussage machst. Problem ist, habe ich mir sagen lassen, die einzigen Fingerabdrücke, die auf dem Koffer sind, sind deine. Ja, das stimmt wohl. Also okay. Komm sofort hierher, lass dich am besten von deiner Mutter fahren und nimm vielleicht ein paar Klamotten mit. Es kann sein irgendwie, dass du vielleicht sogar in U-Haft musst oder was, ich habe keine Ahnung. Ach, das Scheiße. Jetzt warte mal, ich ruf dich, der Hauptkommissar kommt jetzt gerade rein. Ja. Ich ruf dich gleich nochmal an, ja? Ach, du Schande. Ja, okay, alles klar. Ja, guck ich gerade. Yo, hi. Du Felix, hier ist der Flo. Hat dich der Dippi gerade eben angerufen? Ja, der hat mich gerade angerufen. Ich sitze hier gerade im Zimmer. Die Jungs von SEK haben mich in so ein kleines Zimmer hier verfrachtet. Ich habe keine Ahnung, der Koffer steht neben mir und er tickt irgendwie und irgendwie, keine Ahnung. Und Mann, ist der fies, der Dippi, hä? Boah, Alter. Ja. Am Anfang habe ich sogar noch gedacht, der macht keinen Spaß, ja. Was macht er mit herrenlosen Koffern? Polizei anrufen. Ja, eigentlich hast du alles richtig gemacht. Ja, genau. Dem Chef vor die Tür stellen. Dem Chef vor die Tür stellen, genau. Alles klar. Ei. Dann bis gleich. Oh Gott. Bis später. Ach, du Schande. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Oh, ja. Jetzt habt ihr mich wach gemacht. Galambos, hallo? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Schmidt, Polizeiinspektion Mitte. Ja, hallo. Herr Galambos, vermissen Sie Ihren Koffer? Oh Gott, ja. Was ist denn da passiert? Klären Sie uns mal bitte auf. Ich glaube, ich habe den auf dem Parkplatz stehen lassen. Ja, wo genau denn? Am Funkhaus. Hm. Jetzt haben wir ein Problem, also wir... Wissen Sie, was da drin ist? Ja. Können Sie mal ein bisschen beschreiben vielleicht? Ja, da ist ein iPad drin, ein schwarzes. Hm. Unterlagen von Teles Finanz. Ja. Was ist da noch denn? Ich kann es eigentlich genau beschreiben. Ich kann es Ihnen auch ganz genau sagen. Ich glaube, wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden. Sie bewegen sich jetzt am besten mal nicht weg von dem Ort, wo Sie sind. Ein Sales-Workshop und... Irgendein weißes Pulver. Was verkaufen Sie denn da? Bitte? Ja, das ist weißes Pulver ist in dem Koffer. Nein. Können Sie uns mal bitte aufklären, was das ist? Nein. Da ist ein Workshop über Verkauf. Was verkaufen Sie denn da? Ich bin im Funkhaus angestellt. Ja, aber die verkaufen ja mit Sicherheit kein weißes Pulver. Nein. Hä? Wie bitte? Hä? Wovon sprechen Sie jetzt bitte gerade?
Die Frage ist, mit wem du sprichst, und zwar mit der Flo Kerschner Show. Hier sind Radio N1, Flo und Dippi. Wir haben deinen Koffer. Um Gottes Willen. Alter Schwede. Du tust mir jetzt fast ein bisschen leid. Ja, aber nur ein bisschen. Fahr wieder runter, deinem Koffer geht's gut, wir haben alles Alter da. Schwede. Kannst du ihn im Studio bei uns abholen, oder wir bringen ihn Wir bringen ihn dir vorbei. Alter Schwede. Seid ihr Säcke, das gibt's doch nicht, oder? Ist schon doof, oder? Wenn man am dritten Tag gleich was vergisst, ist ein blödes Gefühl, oder? Das ist ein beschissenes Gefühl. Du hast auch noch gar niemanden gesagt im Haus, ne? Doch, ich habe schon mit meiner Kollegin vorhin drüber gesprochen, wo ist mein Koffer hin? Hast du eine schlaflose Nacht hinter dir? Nein, das habe ich heute früh erst gemerkt. Das auch erst heute früh gemerkt? Ja. Ja, wir haben es auch erst heute früh gemerkt, weil nämlich unser Praktikant den Koffer vor Flos Büro gestellt hat. Ja. Und mach dir keine Sorgen, der Praktikant seine Abreibung auch schon bekommen. Ja. Um Gottes Willen. Ja, das ist schön. Aber schön, dass man das auch nicht gleich merkt. Der ist ja nicht klein und auch nicht gerade leicht, der Koffer. Aber das muss man später merken, natürlich nicht schlecht. Ne? Passiert das sowas öfters? Eigentlich nicht, nein. Aber es ist ein schöner Einstieg in einen neuen Job. Jetzt bist du einmal das Gespötteste der Abteilung. Absolut, absolut. Das ist doch Hammer, oder? Auf jeden Fall kennt mich jetzt jeder. Wir haben die lustigsten Mitarbeiter. Vielen Dank. Jo, danke. Bis gleich. Ciao. Ciao.